Mahlzeit, euch willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen On-Tour-Vlog unsererseits und schöne Grüße von Tag 3 der Das war walisisch für Dirty Pleasure UK Tour 2022 und wir sind in Wales und gerade aufgestanden. Hotel haben wir euch gestern noch gezeigt. Wir gehen jetzt runter zum Frühstück, denn wir haben Frühstück hier. Also das Hotel ist wieder mal ein Pub und Hotel und hier gibt es mal Frühstück inklusive. Nicht wie, was war gestern, hätten die 10 Pfund dafür haben wollen. Machen wir nicht. Jo, machen wir jetzt erstmal. Was hast du? Ja. So, wir fahren ja insgesamt eine Dreiviertelstunde. Jetzt haben wir noch 36 Minuten. Wir haben jetzt ein bisschen Delay hier, weil hier ein bisschen Stau ist. Am Einfahrt zum Kreisverkehr, der nach der Autobahn kommt. Aber unser Park ist schon ausgeschildert für heute. Der Orkwoods Theme Park. Und das ist hier, bis jetzt war es immer so, dass die, wenn die Parks kommen, hat sie immer diese braunen Schilder mit dem Karussellpferd drauf. Ne? Ja. Das ist schon cool. Und Alter, mit dem Frühstück hätte ich mir aber echt ganz schwer Magen. Ist ja auch echt gelacht. Ja. Zum Deutscher Mann nicht gewohnt. Ja, meiner schon. Ja. Nom, nom, nom. Ah, ist mit Ampel. Interessant, dass wir dann trotzdem so staumäßig die ganze Zeit vorfahren. Ja, gehen wir auch mal auf die Spur. Ja, ne, das ist richtig. Also, wir sind jetzt bei Tag 3. Ja. Ja, und wie zu erwarten, also jetzt mit dem Fahren schon komplett cheesy. Ne? Kreisverkehre, ja, hast du ganz viele zum Üben schon am Anfang, von daher passt das ganz schnell. Geil, der hat, ist das so transportable Diesellampen? Nee, doch, ja, krass. Du Scheiße. Also Diesellampen. Diesellampen. Ja, also so portable Flutscheinwerfer, keine Ahnung was. So, so sind wir mitten im Kreisverkehr. Oh, man. So, Kinders, wir sind, was hab ich da platt gefahren, Kind? Ja. Möchtest du da parken? Möchtest du weiter vorne parken? Ja, lieber auf dem Asphalt als auf der Wiese. Ach so, was meinst du? Finde ich jetzt schöner. Ich hätte jetzt etwas straight auf der Wiese gestanden. Wir sind jetzt angekommen in Oakwood Theme Park. Sieht auf jeden Fall gut gefüllt aus, heißt aber natürlich nichts. Und sortieren uns jetzt mal kurz. Dann müssen wir zu Ticket Booth. Das ist einer der Parks, wo man 7 Tage im Voraus, also bis zu 7 Tage im Voraus, ein Ticket online buchen kann, was dann günstiger ist. 10 Pfund günstiger sogar. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Weil
Ich habe da gestern schon Aufruf gestartet für jemanden, den ich suche, der ein paar Aufgaben übernimmt von jemandem, der das nicht kann. Und dieserjenige will niemanden namentlich nennen. Nennen wir sie Judith R. Nein, das ist so auffällig. Nennen wir sie R. Reichert. R. Reichert? J. Reichert. Ja. So. Ich würde so noch jemanden, der diese Videos hier macht, den würde ich gerne auch ersetzen. Der ist auch zu blöd für alles scheinbar. Wir waren uns halt am Anfang nicht so richtig sicher, ob wir die Tickets im Voraus buchen sollen, weil dann haben wir nachher so einen Scheiß, dann regnet es, dann hat der Bums zu. Wegen den USA hatten wir da so ein bisschen Panik. No Refunds. Ja, no Refunds. Ne? Dann hast du so ein Online-Ticket und dann hat der Bums hier zu, weil, weiß ich nicht, Sturmschaden weiß oder nicht. Gott weiß was. Ne? Also ja, keine Ahnung. Und heute ist lang geöffnet bis 22 Uhr und der Park macht, wenn er aufmacht, eine halbe Stunde später erst die Attraktionen auf. Aufpasse. Ich habe noch nichts fahren sehen. Naja, gehen wir mal gucken, würde ich mal sagen. So, warum fange ich jetzt eigentlich an? Ich wollte am Eingang anfangen. Ja. So. Wir wissen nicht, warum hier so eine riesen Schlange ist. Aber scheinbar ist das die einzige Schlange, oder? Müssen alle jetzt hier hin. Na super. Stellen wir uns mal mit an. Aber pünktlich zu unserem Eintreffen fängt die Musik an. Obwohl die schon länger aufhaben. Ja. Schauen wir mal. Wieder mal wollte, also bezahlen. Das Bezahlen funktioniert auch und die kriegen irgendwie immer eine Fehlermeldung. Und eigentlich nicht, glaube ich. Ich glaube, auf dem ersten Morgen stand auch schon, dass man das einfach nur unterschreiben soll. Und das kennen die nicht. Und das kennen die nicht. Ja, und dann musste diesmal eine Subway-Reiserin. Eine Baguette-Frau. Dann wird gecheckt, wollte sie das dann kurz checken, dann haben wir nochmal in der App gezeigt, hier haben wir bezahlt und hat funktioniert, bla bla bla, jetzt haben wir einen Refund bekommen, weil wir das doppelt bezahlt haben. So, drin sind wir. Hier ist so eine Rumpelbude, direkt am Eingang kriegst du auch kein Ticket, du kommst direkt durch ein Drehkreuz. Und hier kommt scheinbar ein Zug, der dich zum Park fährt. Du kannst, glaube ich, auch laufen, aber es ist ja Blödsinn. Wenn ein Zug fährt, fahren wir Zug, ne? Das machen wir jetzt. Und irgendeine Wasserattraktion, die nasseste Attraktion in Wales ist geschlossen. Ich weiß noch nicht, was das ist. Zug hält, du bist so mehr oder weniger mitten im Park, sehr unüberschaubar. Es gibt sogar eine Rodelbahn hier, wo runtergebremst wird. Wie erfreulich. Du weißt irgendwie gar nicht, wo man ist, ne? Nee. Das ist ein bisschen doof, wenn es keinen richtigen Eingang gibt. Ja, es gibt ja auch keine Map. Wo kommt man denn zu Fuß rein? Ja, du kommst dann von da und... Ach so, guck mal. Das ist, da, wie ich es vermutet habe, ist Drench, ist diese große Wasserbahn. Aber da läuft Wasser runter. Das ist einfach mal voll der steilste Shooter-Cute der Welt, glaube ich. Kranker Scheiß. Sollen wir einfach mal Richtung Holzachterbahn gehen? Und ich sehe da den Lift und dann gehen wir jetzt einfach... Ja, das ist natürlich, Frau Reichert macht das zum ersten Mal, ich erzähle es immer wieder. Wir nehmen natürlich die Achterbahn direkt am Eingang. Das ist ja das Schlauste, wo gerade alle reinlaufen. Da wartet man am kürzesten. Naja, öfter mal haben wir das jetzt auch einfach so abgearbeitet. Öfter mal sind wir auch pünktlich da gewesen und haben nicht auf jemanden gewartet, der noch nicht fertig fünf war. Fünf Minuten. Soll ich das mal einmal aufzählen, wenn du mal zu spät Okay, 9:55 sind 5 Minuten von, wir fahren vor 10. Ja, dann von mir aus 8. Ja, ja. So ein Quatsch hier. Ganz Minigolf spielen, nicht Achterbahn fahren. Weißt du, die höchste Bahn so und die relevanteste Bahn, vielleicht fängt man damit an. Ja,
Und dann hat man von da aus, weil es nämlich die höchste ist, auch noch die beste Übersicht und kann schon mal gucken, wie es hier aussieht. Wenn du willst, kannst du auch das machen. Du bist ja noch ganz geil Costa gefahren. Kannst du gerne hier machen? Kostet das extra? Ja, ich wollte wissen, was? Steht nicht drauf. Nix. Sehr hügelig hier der Park auf jeden Fall. Und irgendwie rar gesät mit Attraktionen. Wie Wiese, so ein Park. Ja. Spooky Street, was auch immer da sein soll. Da sind auf jeden Fall auch noch Menschen. Hm? Merkwürdig irgendwie. Ja, sehr, sehr kurioser Park. Und die Wannenrodelbahn, also. Da hinten ist noch ein Gerstlauer Eurofahrer, der fährt auch. Ja, das ist wirklich fernab von Gut und Böse. Hier ist doch schon der Schopf zur Holzachterbahn und die Schlussbremse. Right Exit. Megaphobia ist das, ne? Kennt das? Ja, klar, das ist Megaphobia. Ja, also ich habe sie noch nicht gehört, das ist immer schlecht. Ganz schlecht sowas. Ach, da unten. Warum zeigt das nach links, wenn ich auch von hier aus da reinkomme? Ist ja schön von hinten. CCI Woodig und PTC Züge drauf. Sitzen auch Leute oben drin, aber die meisten stehen hier in der Warteschlange. Ah, von hier ist natürlich geil zu filmen gleich, ne? Haus mit Leuten drin. Natürlich stehen jetzt nur zwei Leute noch an, die sich wahrscheinlich in die erste Reihe setzen werden. Hier auch alle an. Okay, dann doch nicht. Die sind am Ausgang, die Leute. Cool, ey. Richtig cool hier. Mit der Sonne. Gurte. Wie bitte? Haben die nur die Bügel oder haben die auch Gurte? Hast du das gesehen? Nein. Okay, weil das dann vielleicht etwas länger dauert, ist ja okay, aber die Abfertigung ist hier nicht so der Knüller. Die haben alle sehr viel Zeit. Nur ein Zug bei der Bahn. Ja, heute. Hier. Das ist heute. Ja, deswegen ist hier After Dark Event. Hier ist After Dark Event heute. Witzig ist, wir wollten gestern schon hin, da hatten die aber zu. Also so steppt hier der Bär. Und wir haben jetzt echt eine Stunde gewartet. Auf die Minute genau sogar. Eine Stunde. Für den Woody. Sehr cool. Twisty, rough. Hat Bock gemacht. Da ist noch ein Dizzy Disc hier. Disco von St. Perla. Wir wollen jetzt noch zu dem Gerstlauer da vorne. Da kommen.
aber weißt du, wenn ein zweiter Zug da ist, ich weiß nicht, ob der jetzt fahrbar ist, aber er existiert. Dann muss man den halt fahrbar machen für die Saison. Ja. Also wirklich, das ist echt krass. Müssen wir hier oben lang wahrscheinlich. Was? Auch geil, Drop Tower, wo du runter gucken kannst zu. Ist das ein Huss? Sehr cool. Ah, da ist der richtige Weg, siehst du? Aber es ist kein Klo vorher. Oder ist da hinten ein Klo? Also hier ist so ein selbstgebauter Harakiri Rough Slide. Wie diese Bootrampe auch durchhängt. Und wie steil das Ding ist, ey. Krass. Habt ihr das gesehen? Du rutschst dann nur auf so ein Brett runter und wenn du es verkackst, liegst du im Wasser, das ist richtig tief und die ist gerade da komplett drin gelandet mit der Jeans. Mal gucken, wie die anderen sich schlagen und wir filmen das nachher nochmal mit anderen Objektiv. Uschi hat schon eine Parkmap entdeckt, da muss ich jetzt gleich auch mal rübergehen und mitgucken. Ich bin gespannt, Alter. Das ist bestimmt 30, 40 cm tief, das Wasser. Und wenn du von dem Brett rutschst oder du musst ja komplett balancieren über die Wasseroberfläche und nach hinten durchkommen, sonst hast du verloren. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du gar nicht bis zum Ende kommst. Das war elegant, das war gut, krass. Alter, mega, hast du das gesehen, dass die abgesoffen ist? Ich habe nur gesehen, dass die so richtig springen hier. Ja, nee, die eine, die hat es nicht so gut drauf gehabt und ist dann zur Seite gekommen und dann bist du im Wasser, das ist 30, 40 cm tief und du sitzt auf dem Brett. Ja, so, was also tatsächlich los? Haben wir hier gar nicht mehr so viel zu tun. Wir sind ja jetzt hier bei dem Bounce. Ganz da unten ist nur noch die Schiffschaukel und da ist geradeaus da ist noch eine Kinderachterbahn und dann ist links Speed und in die Richtung, weiß ich nicht, wie man da hinkommt, auf der Crocodile Coaster. Da kommt es wahrscheinlich hin, wenn du hier rein gehst irgendwie. So, Speed, No Limits, Gerslauer Eurofighter. Fighter. Nein, Alter. ja, zwei Gutscheine, dadurch ein paar mehr Stützen. Wer es mag. Und wo geht's hier rein? Da geht's wahrscheinlich raus. Ja, vertikal, Lift und vor dem großen Loop, Erdheimhügel und eine große Kurve. So ein, ja. Ja, weiß nicht, was für eine Kurve. Stehen wirklich mal nur zwei Leute da? Nee. Hä? Wie kann ich denn bei dem Wurde vor eine Stunde warten und hier ist niemand? Das sind ja halt viele Jugendliche, die gehen doch hier. Ich dachte, jetzt hier ist die Hölle los, weil sie sich alle 10-mal anstellen. Wir kommen gleich in den Kinderbereich, vielleicht ist da die Hölle los. Also, was schon mal Fakt ist, schön ist das nicht. Thematisierung ist jetzt auch nicht so geil. Naja. Ja, mehr als beim Woody. Gut. Dann machen wir das mal. Thank you.
Also, cool mal die Kette so zu sehen. Ja, da hört's auf. Also wirklich, das war richtig, 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 richtig kacke. Unglaublich kacke. Wie kann das denn so hart wehtun, Alter? Mein Kopf und nicht links und rechts, oben und unten aufgeschlagen. Hier in einem 1A-Zustand die Anlage. Ich habe auch kein Verständnis dafür, dass das so aussieht, wie es hier aussieht, weil so ein bisschen Flugrost und das Allgemeine, weißt du, diese Patina da drauf, das ist ganz normal, das ist überall so, aber guck mal, wie das abblättert. Also ein Läppchen hat das Ding noch nie gesehen und überhaupt, also das macht die Kackfahrt, macht es ja noch schlimmer, dass es auch noch so scheiße aussieht. Ey, sorry, ne? Also ich habe vorher gedacht, wow, die wird bestimmt cool, die Bahn. Fand es irgendwie cool. Vor allem auch, dass du mit richtig Wumms über diesen Erdämmhügel ballerst, aber du hast einfach nur Angst, was als nächstes kommt. Wirklich, die Einfahrt zum Looping, was denn da drin ist, musst du Schild hinmachen, 30 fahren, Schlagloch, geht nicht schneller. Hör auf, bleib zu Hause, dreh um. Nee. Also das ist ja wirklich Quatsch, ist das doch. Wir müssen links gehen. Stimmt, jetzt kommt der Zug. Boah. Jetzt weißt du auch, warum da keiner ansteht. Vielleicht, ja. Fahren wir mal ein anständiges Zierer Tivoli Coaster im Busch. Im Busch. Ja. Ja, weil hier so eine super verrückte Wasserrutsche ist mit so einem Boot. Okay, und achso, jetzt möchte ich halt einfach auch gerne mal gucken, weil vorhin habe ich auf den Plan geguckt, wo der Bro hier gestanden hat. Und jetzt möchte ich mir auch angucken, wie Leute gesaugt haben. Aber die ist trotzdem komplett nass. Welle gemacht, der Typ ist. Ja. Er ist halt einfach der letzte Meter, ne? Der ist so gebounced und dann ist er doch noch zur Seite weggeknickt. Das ist ja mega lustig. Nicht mein Ding, ich habe keinen Bock, jetzt nass zu sein. Aber wäre ich jetzt hier so mit Wechselklamotten und so oder mit mehr Leuten, würde ich auch so ein Blödsinn. Ich kenne mich, ich breche mir alles. Komm, einen nehmen wir noch mit. Ich würde da drin ertrinken, glaube ich. Nee, du würdest oben schon mit dem Hintern stecken bleiben und gar nicht runterrutschen. So verzweifelt. Okay, wir gehen weiter. Keine Ahnung, aber ich könnte den ganzen Tag hier bleiben. Vor allem, du hast ja auch die Tische hier. Ja. Ja, wir müssen gleich was essen und dann gucken wir ein bisschen zu. Wir gehen zum Auto, holen Bier und gucken ein bisschen zu. Beim Disco oder Disco Coaster, die Gurte, das haben wir zweimal gesehen. Hier, der hat es aber nicht. Scheint jetzt nicht irgendwie Standard zu sein, dass man das brauchen würde in UK. Ja, die Schlange bei der Wannenbahn wird auch nicht kürzer. Ja, im Gegenteil. Oh, guck mal, wie die runterschleichen.
Also die Mutter schiebt schon die Tochter herunter. Das ist ja schon. Sollen wir da lang gehen? Ja. Aber ich glaube, wir müssen da lang. So ein Bereich, der auf der Karte riesengroß aussieht. Ja. So. Na super. Gehe ich jetzt aber davon aus, dass das schon länger ist? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich hier nicht aus mit dem Park, aber es stand jetzt auch nicht vorne dran. Vorne stand ja die Wasserbahn dran. Ist jetzt nicht so, dass sie nicht kommunizieren würden. Und das sieht jetzt aus, als ob das nicht. Okay, hier sieht alles aus, als ob das nicht seit gestern ist. Stimmt, das ist die Oldtimer-Bahn bzw. Taxibahn. Buildings of London oder so war das, hieß das glaube ich auch. Das macht auch Sinn, ja, wenn du den Big Ben hast und die, hier, wie heißt das? Ne? Die man so kennt, diese Westminster Dinge. Westminster Abbey? Ist das Westminster Abbey? Nein, hier die nicht käfige, wie heißt das? Telefonzelle? Was? Telefonzelle? Ja, genau, die Telefonzelle. Wer kennt nicht die gotischen Telefonzellen, die, keine Ahnung, wo du die gesehen hast gerade. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich auch nicht. Das ist das. Nein, die Kerker da, wie heißt das denn nochmal? Ach so. Na jetzt? Jetzt bist du dran. Nee, weiß ich nicht. So, wir sollen eigentlich jetzt hier diese Achterbahn sein. Aua. Ich hab mir den Lockflume auch irgendwie krasser vorgestellt. Hier ist der Eingang, Crocodile Coaster. Okay, dann gehen wir da mal rein. Irgendwo da. Okay, der Crocodile Coaster ist komplett versteckt, der rollt da gerade raus da hinten. Ganz ehrlich, ob wir das fahren dürfen? So, ein Kredit mehr. Wir sind auf der Achterbahn gefahren, den Crocodile Coaster. Und ja, Arme bleiben die ganze Zeit am Hände, Beine bleiben alle die ganze Zeit im Croc und festhalten und sitzen bleiben, bis ich das Türchen aufgemacht habe. Sonst passiert hier gar nichts, Leute. Das ist das Krokodil von Peter Pan. Das ist nicht von Peter Pan, der hat ja kein eigenes Krokodil. Aber das aus den Peter Pan-Geschichten. Und man hört es, glaube ich, gerade auch noch ein bisschen. Jetzt nicht mehr, ist vorbei. Es wird ein Soundeffekt abgespielt, das Klicken des Weckers. Ticken heißt das. Alter. Das ist wirklich so doof im Kopf. Ja, langsam. Für Kids aber cool, sitzt in so einem Krokodil, fahrt ihr lang. Daneben der Lockflume, das ist nicht die Perle der Schöpfung. Und also Sky Scooter. Kleine Karussells, das ist jetzt dieser Neverland-Bereich und der Dark Ride ist halt nicht existent. Ja. Gehen wir weiter, oder? Ich
Wir sehen gerade, wie die hier runterfahren bei dem Bobcoaster hier, Bobsleigh. Und ich habe gerade schon gesagt, wenn nur Leute wie wir da drauf wären, dann wäre die Schlange wahrscheinlich in 10 Minuten leer. Aber die fahren einfach eine halbe Stunde über die Strecke jeder. Ja, die Dinger sind auch gefährlich, ja, wenn man übertreibt, aber so langsam muss man jetzt auch nicht fahren, ne? Welcome to Spooky Street. Grausauer E-Street mit Stil. Das war wahrlich. Quasi. Ich glaube, da war noch nicht mal einer. Bis jetzt. Animatronic. Der Bro hat gesagt, der kommt bestimmt, oder war bestimmt Animatronic drin. Ich glaube, das ist vielleicht dafür vorgesehen, aber. Feiner. So, wir sind jetzt noch zur letzten Achterbahn. Dafür gibt es einen ganzen Themenbereich quasi. Es gibt diesen, den ich euch vorgestellt habe, irgendein Gruselkram. Diese Trampoline finde ich ganz cool eigentlich, weil das irgendwie so so Monster-Lava-Loch-mäßig irgendwie aussieht. Und mit diesen Brötchentüten läuft die ganze Zeit schon rum. Ne? Dann gibt es hier noch eine Maze, die ist aber nur temporär. Teacup Ride in Schwarz. Ich habe gedacht, weil da irgendwas mit Kesseln hier sein sollte, das wären so richtige Hexenkessel oder dann so, wenn dann rot, grün, blauer Schleim, Bubbel, Blabbel rauslaufen würde, hätte ich cooler gefunden. 3D, Spooky 3D gibt es hier noch. Und ja, da gehe ich nicht rein, nachdem wir nämlich durch diesen Pumpkin reingegangen sind, wurde es richtig warm, richtig stickig. Die haben hier einfach eine riesen Holzhütte gebaut, wo sich schön die Hitze stauen kann. Und mehr passiert da noch nicht, außer richtig traurige Deko. So ein paar Gummifledermäuse in Reihe und Glied aufgehangen, wo die Flügel alle schon gleichmäßig durchhängen und einfach Bretter, wo Spinnennetze drauf gemalt sind, an die Wand gedübelt. Und dann sind wir diese Achterbahn gefahren. Ich weiß nicht, wer das gebaut hat. Ist das Pinfari oder was? Keine Ahnung. Hier ist übrigens der Ausstieg, da hinten ist der Einstieg, das fährt gleich auch nochmal einen Zug. Man hört den Lift schon, das dauert aber noch ein bisschen. Und das ist ein Marienkäfer. Irgendwie. Aber du hast Schulterbügel und fährst so ein Kackband. Das ist keine Inversion oder so. Das ist und die Schulterbügel kommen automatisch runter. Und dann drückt er den Knopf und dann ich bin jetzt da. Ja. Aber ich finde, im Gegensatz zu euch, finde ich die Farbe und den Rost thematisch sehr passend. Passt auch hier zu der Deko. Also die haben das alles schon aneinander abgestimmt. Respekt. Aber hat bald bestimmt mal wieder so die 30 Grad gerissen. Kannst du doch nicht diese Holzhütte da einfach schmoren, ey. Das hast du auch an allen gesehen, dass es viel zu warm war. Ja, jetzt sind wir jetzt alles gefahren, würde ich sagen. 5 Achterbahnen, full count. Hör dir das doch mal an, was ist denn mit dem? Yeah.
40 Pfund. So, wir sind im Shop noch von Megaphobia. Kommt hier ein paar Lepper-Abdeckungen. Ich weiß nicht, von welcher Bahn und wieso und weshalb und was das mal konnte. Also von Megaphobia. Für 10 Pfund. Dann mach doch einen Strohsack. Das nimmst du nicht im Flugzeug mit. Ein Laufrad von der Holzachterbahn für 40 Pfund. Wiegt auf jeden Fall mehr. Aber wirklich geil finde ich. Upstop Wheels von dem Creepy Crawler, den wir gerade gefahren sind, die kriegst du für 7,50 Pfund. Das ist jetzt auch schon ganz lange hinter sich gehabt. Aber hier ist noch ein Bild. Das hätte viel früher, glaube ich, runtergemusst. Sieht man das? 57, Alter, voll geil. Und auch hier sind noch ein paar andere Räder. Das dürfte so ein Laufrad sein von Creepy Crawler, genau. Für 25 und Witcher Brew Wheel. Witcher's Brew Wheel. Achso, das sind die TikToks oder was? Ja. 25. Voll geil, also hier ist ein komplettes Regal mit Müll. Und für uns ist das geiles Zeug. Für Fans. Geil. Cool. Und das zum richtig geilen Preis. Deswegen ist, aber warum ist das überhaupt noch dann da? Bei uns nimmst du das Zehnfache und die rechnest du aus der Hand. Das heißt, ich kaufe das jetzt hier billig ein und verkaufe euch das voll teuer. Man soll die Möwen doch bitte nicht füttern. So einen dicken, durchgestrichenen Möwe drauf. Ja. Dann kommen die eher into Public Areas und dann. Was machen die? So, ja, die verursachen halt einfach Arbeit, ne? Die reißen Müll auf, die machen Lärm. Aggressiv. Die will niemand hier haben. Feuerwerk. Wir sind Durchgänger, es haben noch ein paar Aufnahmen, es sind ja ganz viele Sparkassen zum Filmen und haben dann von Weitem gesehen, dass hier der Hobel jetzt fuhr auf einmal ein Boot mit Leuten drin. Sind wir gerade hin, hat ziemlich lange gedauert, da kam auch noch mal ein Boot mit Leuten drin, die haben Schulterbügel in den Booten. Ich bleib dabei, steilster, schön cute ever, Alter, wie krass. Und ich glaube, man sieht das ganz gut, wie steil das Ding ist. Die werben selber damit, dass das in Wales das nasseste Abenteuer ist. Nein, das ist diese andere Rutsche da vorne, meine neue Lieblingsattraktion, um sich das auf jeden Fall anzugucken. Vor allem, wenn dann mal jemand failt und dann wirklich den Abflug macht und dann komplett im Ganzen, im Ganzen im Wasser landet. Schadenfreude ist immer die schönste Freude.
aber auch so voll die verrückte, selbstgebastelte Attraktion scheinbar. Warum ist sowas nicht in Kurpfalz parken? Noch nicht. Der baut sich ordentlich selbst. Jo, wir packen es jetzt. Wir gehen zum Auto. Der Ausgang ist jetzt alternativ. Wir fahren jetzt nicht mit dem Zug darüber. Und dann 1:05 geht es mit dem Auto zum Hotel. Das nächste. Und dazwischen machen wir erstmal nichts. Ich bin aber doch ganz alleine da. Guck mal, sonst noch der Kombi ist. 34,5. Geil. Kerosin? Oder? Ich habe noch was vergessen zu erzählen, und zwar könnte sich jetzt der ein oder andere fragen, wenn er auf Coaster Count guckt, warum da so zwei Stops eventuell fehlen, und die möchte ich auf jeden Fall erwähnen. Und zum einen ist das, ich glaube, eine Fabri-Drehmaus in ja, irgendeinem Resort, und das ist halt ein bisschen kompliziert. Man weiß nämlich nicht, kommt man da so hin, muss man Resortgast sein oder. Und dann gibt es noch den, wir machen das kurz so, damit ihr es besser hört. Und dann gibt es noch den Tower Coaster, der nichts mit Towern zu tun hat und nicht hoch ist. Und zwar ein Vegan Coaster Kart, wie jetzt im Tier- und Freizeitpark Tüde neu aufgemacht hat. Und das hat letztes Jahr schon aufgemacht. Was geht denn hier ab? Achso, das ist mein Bruder. Und das hat letztes Jahr wohl schon aufgemacht. Die haben von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr geöffnet. Das ist die Öffnungszeit. Das war nicht machbar für uns jetzt. Also ich wollte jetzt auch nicht eine komplette Tour danach ausrichten, um das Ding zu fahren. Bestimmt cool, macht bestimmt Spaß. Und es ist auch voll teuer. Das kostet 25 Pfund für 3 Runden, die du fährst. Warte, müssen die rüber. 25 Pfund für 3 Runden. Es gibt aber auch ein Ticket für Fahrer mit einem Beifahrer für 35 Pfund für 2 Runden. Aber ob das jetzt Erwachsener und Kind geht oder... Ja, nur bis 9 Jahre. Ach, nur bis 9 Jahre? Ja, also hätten wir 50 Pfund bezahlen müssen dafür. Ja. Denn das kann man auch nicht transferieren, das Ticket. Stehe ich jetzt voll im Weg? Ja, die fahren ein Stück vor. Willst du da was sagen? Nö, sonst fahren wir es noch eine halbe Stunde. Wir rollen über die Landstraße, so, sind aber auf dem Weg zur M4, die absolute Hauptautobahn in Wales, die Wales mit der Welt verbindet. Und Hier kostet auch 1,82 €. Mhm. Wir waren ja gerade tanken und wir vergessen das dann sehr oft, sehr gerne mal zu erklären, erwähnen. Ups. Wenn irgendwas ganz normal ist, dann vergessen wir das zu erzählen. Aber es kann ja sein, dass einer sich fragt, wie das mit dem Tanken hier läuft. Ja, wie bei uns. Los rein. Auch, aber dann wie bei den Franzosen, kannst du es nicht locken, die Zapfpistole, musst du ganz jetzt festhalten, dann gehst du rein und bezahlen. Mit einem Tankstellen-Shop, der alles hatte. Wirklich alles. Auch so 10 Kilo Säcke Hundefutter und so. Ja, wir fahren hier noch ein paar Roundabouts. Sehen wir uns hoffentlich im Hotel wieder.
stehen jetzt 350 Fuß vor unserem Hotel. Aber hier geht es nicht weiter, weil die hier alles zuparken. Werden wir wahrscheinlich gleich auch, wenn hier die Situation so ist. Ja. Was ist passieren? Steckt der Bus so an der Straße fest oder was? Hä? Offensichtlich ist unsere Buchung hier angekommen. Schön. Geil. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Okay, we get a reservation for the hotel. It's a Brokop, B-R-O-K-O-P. Haben wir unsere Reservierung gesehen, ne? Ja, danke schön. Eine Flasche Wasser. Kann man wahrscheinlich mit hochnehmen. Eine Flasche Wasser. Das ist richtig, richtig geil. Wir sind einfach mal in einem Schloss mäßig. Also nicht Schloss, aber eine Burg. Es ist ein Themenhotel. Was ist das? Das ist die Tee-Ecke. Mit zugemauert. Fensterladen? Kann man das auch machen? Ach, ja, kann man. Das ist ja witzig. Okay. Hier kann man so schön Instagram-Fotos machen. Das ist ja gut, ja. Das ist das Licht. Hier ist es kühl drin. Ich merke schon, da kommt keine Luft raus. Muss man das dann immer hier? Krass. Wo ist denn das Licht? Hä? Draußen ist nichts, oder? Was ist denn hier? Oh nein. Hm? Oh nein, wer macht denn sowas? Bisschen, könnte ein bisschen sauberer sein, so die Ecken und so, die sind sehr kröselig, aber ein bisschen länger. Hey Kinder, sag ich mal, Porn ab, guckt euch mal das Hotel an. Ja, hallo? Ja, hier gibt's nichts zu essen am Mittwoch. Nee, auch weiter. Nee. Auch nicht nebenan. 10 Minuten fahren mindestens, aber ob dann auf ist, weiß man auch nicht. Nee, Supermärkte auch 10 Minuten Minimum. Ja, wir sind im Arsch. Mhm, tolles Schild. Ganz tolles Schild. Es gibt manche Tage, da frage ich mich wirklich bei einigen Leuten, wie hart die vor der Pumpe gelaufen sind. Wenn du hier ein Hotel hast und daneben ist ein Hotel, meistens konkurriert man ja miteinander, ne? Wenn die einen Ruhetag haben bei der Küche mittwochs, würde ich jetzt nicht Mittwoch meine Küche auch zulassen.
Nur mal so ein Tipp. Da greifst du ganz schön viele Leute mit ab. Wenn du einfach einen anderen Tag Ruhetag hast. Ja. Naja. Vor allem hier irgendwo und nirgendwo. Hier könnt ihr schön ein bisschen Soße euch kaufen. Muss man hier große Mengen holen, weil sonst immer zu ist. Das Essen in der Auslage. Naja. Fünf von uns auch alle. Ich habe noch keinen gesehen, der keine Fünf gesehen. For different reasons. Wir reden von einem Laden, der 10 Minuten weg ist? Ja, das ist ein, auch ein Hotel. Die Straße. Meint ihr, die ist zu eng? Nein. Das passt. Aber das ist ja unser Zimmer. Man merkt gar nicht, dass du abgefuckt bist. Quatsch. Ja. Wir fahren jetzt vielleicht mal zu einer Dönerbude, wenn der Bro sich nicht sträubt. Das ja? ist der Grund, warum die Briten nicht in der EU sind. Ah, jetzt geht das schon wieder los. So, Uschi meint ja, wir müssen ja so einen komischen Kebab holen. Also erstmal wollen die viel zu viel Scheiße und dann kauft die den Scheiß auch noch. Und das hat auch nichts mit dem Kebab zu tun. Da hat nämlich jemand das Brot drumherum vergessen. Jetzt gehen wir noch in den Supermarkt. Gucken, ob es noch was zu snacken gibt. Fuck you. Und das kennt man ja bei uns, ne? Das ist ja nichts Neues. Alter, was ist denn mit dir? Das macht man doch nicht. Bitte. Nur echt Englisch, wenn man schlabbert. Klar. Vorsicht, dass ich kippe, nicht das Bier verschüttelst. Ja. Wir steigen mit dem spanischen Madri wieder ein. Nee, wir steigen damit ein. Nicht Wiener, weil das, mit dem sind wir nicht eingestiegen. Und wurden direkt hier schon von den Leuten, die da am Stammtisch sitzen, gespottet. Beziehungsweise, also, ich saß ja und dann habe ich nur Rollercoaster, Theme Park, bla bla bla. Nee, und so geguckt, weil ich fühlte mich etwas angesprochen. Yes. Und dann und sie direkt so, hey, sorry, wir haben nur kurz gegoogelt, ob es mit Motorrädern irgendwas ist oder was. Stimmt. Und dann, ob in Oakwood. 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 Ist ja, waren wir heute, ah ja, geil. Und dann walisischer Kauderwelsch. Und du so, brauchst du ein Öl? Hast du ein Öl? Ja, Atmosphäre können die. Ist gut, dass wir hier nicht essen. Nein, glaube ich nicht. Prost. Ja, Prost. Ich habe jetzt gesagt, der soll das erstmal auf das Zimmer schreiben. Ich bezahle das aber heute Abend, damit ich jetzt nicht jedes Mal da... Ja, gucken wir mal, was das hier sein soll. Kreation. Ach du Scheiße. Zeig. Ach, ist der mundgerecht. Ja. Aha, also ist jetzt nicht gerade wenig, ne, aber... Ja, genau, jetzt kommt die Wespe wieder. Instant. Fliegt in meinen Mund. Das hier ist halt echt ein absoluter Witz, ne? Und das Geile ist, das ist halt die mittlere. Was ist denn eine kleine? So von Trolley Burger. Wie du im Tiefkühl. Ja. Ja. Gut, gut. Geht doch. Dann ich sehe das jetzt gerade. Hier drunter. Das Brot da drunter. Ist das Brot? Klar, aber nicht. Was ist das denn für ein Blödsinn? Wie soll das denn jemand essen? Jo. Also ich hab, bis eben habe ich die hier noch in Schutz genommen und dieses, die haben keine Esskultur. Ja, Kultur kann man nicht nennen, aber das ist okay. Aber das? Das Tablett muss ich mir behalten. Das ist cool. Ich habe mal wieder was probiert. Aber wollte ich auch probieren lassen. Und dann, aber das, die Gläser sind halt so, dass man die nicht so nehmen kann, ohne dass man alles spillt. Ja. Es riecht schon sehr belgisch. Aha. Es riecht halt sehr süß. Mhm. Ist nicht schlecht. Aber das ist geiler. Was ist denn das? Worthingtons. Es versteht kein Mensch, wenn das so sagt. Worthingtons ist das ein Smooth Ale. Ich glaube, das ist walisisches Bier. Das hat auf jeden Fall die Farben gehabt.
Und dann habe ich einfach mal gedacht, probiere ich mal. Mhm. Nicht das Bier, sondern das Logo. Und das war ein bisschen cool, weil der hat das dann so, ja klar, dann kannst du probieren, hat das dann so reingetan. Und dann, wie gesagt, das muss sich ein bisschen setzen, er muss kurz warten. It has to settle before you can drink it. Und dann sah man so richtig, wie das so sprudelte. Und das war dann hier so ganz milchig und dann dieses Milchige ging dann immer weiter hoch und dann wurde das hier unten klar. Das ist also wahrscheinlich sehr, sehr, ja, ich weiß nicht, warum das so ist, muss man wahrscheinlich ein Biersommelier fragen, aber ihr wisst wahrscheinlich wie immer besser. Also es ist kein Vorwurf, aber es sind ja 1000 Millionen Leute, die das sehen, ja, 1000 Millionen. Und die, da wird ja sicher einer bei sein, der das erklären kann. Ohne dass das vorher von Wikipedia kopiert, das können wir selber. Nee, aber ich fand das jetzt auch ganz okay, aber glaube ich nicht so, dass ich es mir jetzt holen würde. Das kostet übrigens 4 Pfund. Und Carling und das Coors kosten auch beide 3,60. Die sind also günstiger. Hier ist es andersrum als bei dem anderen. Da waren die anderen beiden teurer als das. Das ist ja mein Laptop. Aber ich schneide eher gar nicht mehr unterwegs, aber braucht er ja trotzdem ab und zu jetzt für Karten, Leerziehen und so. Zu Hause benutze ich einfach Uschi, weil Uschis Laptop in Frittenwaren gesagt haben, ja, was sollst du jetzt einen neuen kaufen? Und den Desktop-PC wollte sie ja nicht haben. Also hat sie den Laptop jetzt zu Hause. Und dann hat Uschi einfach gesagt, jo, Update auf Windows 11. Hab ich nicht. Ich benutze den seitdem das erste Mal. Jetzt habe ich Windows 11 das erste Mal aufnehmen. Wie bitte? Hallo? Danke. Ja, weil was auch dazugehört zu so einer Tour ist halt, die sieht aber auch wirklich schön aus, SSD-Karten mit sich rumzuschleppen. Immer ist du hier, ja. Ja, nein, jeder. Nein, jeder muss es machen. Bei 3 Fotos. Ich muss erstmal mein Handy jetzt. Kam übrigens heute auch eine Frage noch zu den ganzen Orlando-Vlogs. Orlando. Südstaaten-Vlogs. Meistens reicht. Also, nein, wir haben keine GoPro Hero 8, sondern das ist eine 10. Und wenn irgendwann eine 11 kommt, dann wahrscheinlich auch eine. Nee. Nee. Wenn die 12 kommt, haben wir die 12. Immer eine überspringen, immer die Rundenzahlen. Eine überspringen. Das aktuell ist dann eine 128 GB Karte drin. Davor bei Orlando so hatten wir eine 400 GB Karte. In denen sind, glaube ich, 160 GB Karten drin. Und da wurde gefragt, wie lange das reicht. Ja, 1 bis 3 Tage, je nachdem, wie viel man filmt und macht und tut. Also vor Ort Besuche mäßig. Und ja, regelmäßig muss man das Ganze leer ziehen. Und weil es hier draußen so gemütlich ist und schön ist, mache ich das jetzt eben hier. Der Akku ist nämlich noch voll vom Laptop, der muss natürlich danach geladen werden. Dann kann ich das nämlich beim nächsten Mal nicht. Und Steckdose gibt es ja auch nicht. Ja, und das gehört auch zum regelmäßigen Business. Orlando machst du die halt quasi jeden Tag leer, weil du halt, also die auf jeden Fall, GoPro auch, ja, wenn du da halt On-Rides, On-Mars filmst und lange Dark-Rides und so. Von daher ganz unterschiedlich und Erfahrungswerte. Es sind auch Sachen, die müsst ihr leider selber rausfinden. Da kann man nicht pauschal sagen, so eine Karte reicht. Nicht zu groß, weil die 400 GB Karte, die wir vorher drin hatten, die hat zu oft Fehler reingehauen. Die war zu fehleranfällig. Würde ich von abraten und dann halt immer wirklich, auch wenn es blöd jetzt nicht klingt, aber wirklich die besten immer. Und diese Extreme oder Super Ultra Plus, hast du nicht gesehen. Je nach Hersteller, was gerade so geht. Also nicht immer das, nicht das Allerkrasseste, weil das wäre auch für die Kamera, wären das andere Karten. Bloß da kostet eine Karte 300 Euro, das ist auch nicht ein oder 500 und hat nicht viel Speicher. Ja, ich glaube, das ist das damit beantwortet? Ich hoffe. Wir haben jetzt auf der GoPro von den ersten Tagen, kann ich ja mal gucken, 73 GB nur. Aber haben damit auch wenig gefilmt, haben überwiegend mit der auch gevloggt, die ich gerade hier einspreche, weil die halt einfach geiler ist.
Und ich mache das auch immer. Ich machte das immer so, dass ich Sachen kopiere und dann erst lösche und nicht ausschneide. Das würde ja auch gehen. Mache ich aber nicht. Wenn irgendwie was, muss ja nur einer an Kabel kommen oder so, und dann stehst du da. Deswegen immer kopieren auf die andere Seite, auch wenn das vielleicht länger dauert, nicht ausschneiden. Mache ich auf jeden Fall so. Irgendwelche IT-Dudes jetzt so, Alter, ist der dumm. Ist ja egal. Das ist einfach nur absolut nervig. Also, falls einem schon aufgefallen ist, für meinen Job brauche ich Internet. Das ist hier nicht so gegeben. Gar nicht. Also das Wi-Fi vom Hotel, das kannst du ganz vergessen, das funktioniert gar nicht. Also auf dem Zimmer hat man keinen Empfang mehr davon. Das ist total schlau. Deswegen haben die auch kein Passwort, weil es empfängt ja keinen. Aber mir ist das egal, ich nehme ja auch gerne meine mobilen Daten einfach auf so einer kompletten Tour ab. Kriegst du eh nicht weg mit 40 GB. Aber hier ist eine, also hier ist fast kein Internet. Im Oakwood, wo wir heute ja waren, war gar kein Netz. Kein Internet und kein Telefonnetz, aber gar nichts. Und wir haben das jetzt die ganze Zeit in England schon, dass wir absolut massivste Probleme mit dem Internet haben. Also das ist hier noch nicht so ausgebaut. Oder was auch immer. Der Laptop ist jetzt auch leer. Steckdose habe ich auch keine. Ja, First World Problems, aber trotzdem. Machst du nichts? Ich versuch's mal weiter hier irgendwie. Das sind nämlich News für euch, die ich gerade versuche hochzuladen. Kann ich nicht vorher hochladen wie alles andere. Das haben News an sich. Ja, das Essen-Dilemma habt ihr ja schon mitbekommen. Und dann kommen die Leute rein und sehen unseren Pizzakarton und die Styroporschale. Und dann, oh, Pizza. Und dann kommst du natürlich ins Gespräch und dann ist halt so, ja, du kriegst hier der ganzen Gegend mittwochs nichts zu essen. Merkt das eigentlich einer? Also, ich mache einen Foodtruck, ich arbeite nur mittwochs, da machst du genug Kohle hier, das ist doch nicht normal. Und vor allem, wir gucken ja immer, dass wir, also wir machen ja so meistens bei längeren Strecken oder so, dass wir irgendwo in der Mitte sind zwischen zwei Zielen, damit du nicht an einem Tag voll viel fahren musst, aber gar nicht, also je nachdem, wie es passt, manchmal auch anders. Und dann suchen wir halt immer nach so einem nächstgrößeren Ort. Das war das hier. Ich will nicht wissen, wie schlimm es irgendwo anders aussieht. Und er schwadroniert da jetzt auch ganz nett über Burger King und McDonald's. Burger King, Dorn. Und dann musst du eine halbe Stunde fahren, ja. Ne? Von hier aus. Eine Strecke. Nicht beide, eine. Das heißt, du bist da eine Stunde. Also, safe ist du da und nicht zu Hause. Hast du denn schon gerecapt, wie das Essen war? Okay. Es war okay. Es war auch nicht wie Döner in der Türkei, dass das Brot unten drunter ist, wie das da ist, sondern es war einfach nur die Tasche an sich einfach unten reingelegt und alles draufgeschmissen. Das war Schichtsalat. Aber es war okay. Naja. Und ich habe immer noch die Probleme. Ihr werdet nie erfahren, was es Neues gibt. So, wir möchten jetzt ein bisschen Fernsehen gucken, ne? So, wir waren jetzt auch noch mal kurz drin, haben da noch ein paar Bücher getrunken, sind jetzt auf unserem Zimmer. Du kannst hier kein einziges Fenster aufmachen. Draußen ist es schön kühl, Pech gehabt. Sonnenseite, schön warm gelaufen. Und bevor wir euch jetzt verabschieden und diesen Vlog beenden, nehme ich mal die Fernbedienung von der Wand. Aber ich finde es cool. Es ist schon sehr smart, wenn man einfach so einen Haken an die Wand macht, wo die Fernbedienung reinkommt. Und ja, wir sind jetzt durch für heute. Dann machen wir einen auf Peter Lustig. Einfach mal abschalten. Nee, guckt andere Videos von uns. Wenn ihr die schon gesehen habt, guckt ihr die nochmal. Sind über 3000 Videos, glaube ich, inzwischen. Aber wir sind für heute raus und morgen sehen wir uns wieder. Morgen wird auch wieder verrückt. Viele verschiedene Sachen und erstmal viel. Ich glaube sogar die längste Strecke am Stück erstmal auf dieser Tour. Ansonsten war es das. Wir sind jetzt im Red Line Hotel
in unserem Himmelbettchen. Es gibt ja noch geilere Betten, haben wir leider nicht bekommen. Link zum Zimmer, wie immer, in der Videobeschreibung. Ansonsten war es das von uns. Wir sehen jetzt raus. Ihr seht die kurzen Oshi. Oder Bro, sozusagen, wie immer.